Ja, guten Tag, Levelü. Das wäre ich mal Tiet für einen flattischen Fair-Talk. Wir sind hier, wäre ich mal in Weserschlag zusammen, fein und adakt, das wäre es mal guten. Aber eigentlich hätte das ja Fair-Talk, nun haben wir das Fair-Talk an Land. Und wir haben uns von doch zwei ganz besondere Gassen in Lorn. Das eine ist Anke Koopmann. Anke, herzlich willkommen. Und auch die Radio Weser TV, nicht ganz unbekannt, Jördis Werder. Warum? Darüber wird wir noch schnacken. Ja, warum ganz besonders? Also, ich schlug mich mal mit in, wie sitzt hier mit drei zusammen, die eigentlich so beten, die drei Generationen von Plattschnacker repräsentiert. Okay, ein plattisches Wort, aber wie nimmt das mal so? Ich bin derjenige, der plattisch sozialisiert ist, plattisch aufwachsen ist. Für mich wäre Hochdeutsch meine erste Fremdsprache. Wie ist das ein bisschen anders? Anke, fang wie mal wie die an. Du bist die Ältere von ihr beiden. Ja. Wie kannst du so ungefähr mal vertellen, wie dir wie die loben ist mit den Plattschnackern? Ja, wie uns in Hus wäre so, dass Mutter und Vater mit den anderen immer Plattschnackt habt. Da wir so, ja, wenn die mit den anderen schnackt habt, wird das platt. Und wenn sie mit uns Kinder schnackt habt, dann habt sie Hochdeutsch schnackt. Da wir ja dummels so, die Kinder, die mussten ja Hochdeutsch können, wenn sie in die Schule kämen. Und deswegen wird das immer so zwei gedehlt. Aber wir konnten natürlich alles verstauen, aber wir haben sonst kein Platt schnackt. Das ist erst lauter kommen. Wie käme das? Ja, als ich meinen Kirl kennengelernt habe und so BM in eine Familie drin käme, da wird das so, dass in der Familie bloß Platt schnackt wird. Mit den Kindern und an anderen. Die Kinder und an anderen haben sich bloß auch Platt was vertellt. Und wenn wir denn so alte Hubs sehen, dann sieht ich so komisch poschen mit meinem Hochdeutsch, da käme ich ganz mal vor. Und da habe ich gedacht, nee, da musst du jetzt auch mit Platt schnacken. Und so käme ich eigentlich erst richtig so ans Schnacken, die Familie. Also wie trifft die Lieferer, du kommst du das wunderschöne Moorim oder um ganz genau zu wählen, Ud Eckfleet. Ja. Und da ist das noch so, dass in die Hüß, zumindest ob die Bauernhüß oder in die Bauernhüß Platt schnackt wird? Ja. Immer noch. Ja, und bei den Ollernlü, bei den Jungen wat weniger. Das Interesse, da kommt jetzt so ein bisschen, weil also auch die Jugend, die Landjugend, die sagt dann, oh, da müssen wir eh nicht auch mal lernen und so, das wäre mal interessant und da mag es bloß, aber da wat, ist schwierig, das so in den Gang zu holen. Aber mit den Ohlen oder mit den Olleren, wenn ich die irgendwo droppen, do, da kommt ganz Focken, ganz von der Lehne, hat man platschnackt. Gut, Jördis. Jördis Werder kommt auch Ud Moorim. Und ganz genau Ud? Neenbrook. Neenbrook. Also, wenn man rin kommt nach Moorim, vor der Rechte sieht, da wohnt sie irgendwo. Wie die wäre das ganz anders. Anke, du bist den Ball tauschbild. Wie hast du plattlehrt? In der Familie? Ja, ich bin eigens auf Hochdeutsch aufwussen, bis ich dann, wie meine Oma mitgekriegt hat, dass Oma Platz nackt. Und dann hat das in der Grundschule angefangen, dass ich der Plattdeutsch AG mitmogt habe. Und meine Oma hat irgendwann gesagt, Jördis, wenn du nicht auf Platt mit mir snackst, dann snackt wie gar nicht mehr. Und da hat das dann all angefangen, dass ich dann nur noch auf Platt mit Oma snackt habe. Und dann bin ich da blieb. Also sie hat ganz konsequent die ganze Tiet über von der Grundschultiet an oder auch als vorher mit die Platschnack? Von der Grundschultiet an. Ja. Und irgendwann, hast du von dieser, ich kann das nur oder? Ich habe bei der Platte Schleswitz Tiet auch mitgemacht auf der dritte Klasse und dann hat das angefangen, dass wir auch Beta snackt habt und dass ich das Beta kann und dann ist das so dazu gekommen, dass ich das wieder gemacht habe. Du habt ihr ja das erste Mal droppen an der Grundschule. Also, vertell was über deine schulmesterische Anke Koopmann. Ja, wir haben angefangen mit der Plattdeutsch AG und dann haben wir, ich weiß noch, das wäre auf das Schützenfest, da haben wir dann ein Sketch vorspielt und das hat mir bei nicht Spaß gemacht und da bin ich geblieben, dass ich da auch die Plattdeutsch Leswitz dreht, dafür habe ich geübt und dann ist das so jemals wiedergekommen. Gut, bei an der Schule gibt es ja noch eine Schulmeisterin, die auch was Besonderes ist. Sie mag Plattdeutsch unterricht. Ja. Aber eigentlich ist sie gar keine Plattdeutsche. Anke, das musst du uns noch mal vertellen. Ja, das ist Ines Draschba. Die stammt aus Thüringen und kennt da überhaupt gar kein Plattdeutsch, als sie hier in diese Gegend käme, nur Norddeutschland. Und die Sprache, die hat er aber vor so gut gefunden, als sie die gehört hat. Und da hat sie die wirklich richtig lehrt. Die schnackt jetzt
platt aus Du und Eck. Und trotzdem sie von Thüringen ist. Und ich finde, da ist eine ganz gewaltige Leistung. Also da muckt sie wirklich gut. Und jetzt hat sie ja auch die Plattdütsch-Stunden kriegen, als sie in der Schule Plattdütsch mucken kann, richtig unterrichten kann. Vielleicht kannst du noch mal eben für Jonas Scholl vertellen, wie jeder jetzt im Moment muckt mit dem Plattdütsch-Unterricht bei Jonas Scholl. Ja, ich bin ja nur eine Stunde dort in der Weg. Ich habe nach wie vor so eine Plattdütsch-AG und da habe ich so, ja, 7, 8 Kinder. Und wie lest nicht so viel, wie Plattdütsch lesen schwer ist. Just in dritte, vierte Klasse, dann freut man sich, wenn man das Hochdütsche richtig lesen kann. Deswegen spielt wie viel und muckt viel Sketche und wollerholt die immer und dann kommt das ganz von allein. Und so solche Spiele kann man da dann auch so immer ein bisschen üben, hat man allein was sägen Schall und kann. Und das muckt die Kinder eigentlich viel Spaß, das ist ganz schön. Und wo muckt die Kollegin das? Ja, Ines, die hat natürlich richtig das gut Arbeit und hat richtig einen Plan geschrieben, wo sie dann so ab Boot, wenn sie in der dritte oder sie fängt eh nicht alle in der erste Klasse an. Sie hat an der Tafel einen großen Zettel und da können die Kinder all sehen, was sie mal sagen können. Kannst mir mal helfen oder ich brauche dir Hilfe oder da Dotum jeden Tag, das was komplett auf Plattdütsch sagt. Von Dogen ist Donnerstag, D, so und so fehlte und in Jahr 2023 und das was alles auf Plattdütsch mockt. Also ich darf da mal, ich kenne Jonas Scholl ja auch. Routine so, ja, ne? Ja. Mhm. Ich kenne Jonas Scholl ja auch ganz gut von binnen. Ja. Also wenn man in diese Schule rennt, in das Gebäude reinkommt, das Ort in Plattdütsch, ne? Also dort an die Türen, an die Fenster, ja, überall, kommt man nicht umhin, sich mit Plattdütsch zu beschäftigen. Wenn man die Treppe hochgeht, zum Beispiel, da schlägt die plattdütschen Tollenwürde an. Ne? Also, und du würdest sagen, das ist ein Konzept für andere Schulen auch, was dort führen kann, dass Plattschnacker zumindest nicht weniger wird. Ja, auf jeden Fall. Man muss anfangen bei den Lütchen, das ist ganz klar. Und man darf da nicht so stumpf in Regeln futten. Dann muss so ein bisschen locker, so für jeden von Alltag, ob das Utdrücke oder was man so sägen kann. Da finde ich, lehrt man das am lichtesten rüber. Gut, ihr habt eine Kooperation auch mit dem Kindergarten. Ja. Da bin ich jetzt nicht so mit B, da kann ich nicht so viel zu sagen, aber Ines geht da auch immer hin, ja. Das heißt, wenn die Kinder in die Schule kommen, und ein Kindergarten in die Schule kommt, die Grundschule im Morim hat bloß den einen Kindergarten, wo die Kinder herkommen, dann habt ihr zumindest also was eine Begegnung mit Plattdütsch. Ja, auf jeden Fall. Gut. Ja. Ja, das von dir können wir jetzt sagen, du bist eine richtige Plattschnackersche. Also Hochdeutsch, Plattdeutsch, Englisch, Französisch nehme ich mal an. Ja gut, das kann man ja auch nicht viel schnacken, aber zumindest lernen. Nicht? Wo geht das jetzt, wo ging das noch die Grundschule wieder mit dir an? Du bist ja da wie geblieben, bist in Brock an Gymnasium. Ja, wen darf ich ja jetzt sagen? Natürlich, das hast du wahrscheinlich nicht an? Nee, noch nicht. Am Sonntag. Ja, gut. Aber wo ging das wieder? Du bist mit Plattschnacken geblieben. Genau, ich habe das weitermogt, auch an das Gymnasium, da mogt das Herr Böhmer. Und mogt da auch so ein Beten, versucht jemals eine Plattdütsch-AG auch zu mogen, aber wie habt jemals versucht und da gibt das nicht noch Schüler, die da auch Spaß wie habt oder sich traut, die Plattdütsch-Sprache und Beten zu snacken oder auch Sketchy-Fotos spielen. Da habt ihr auch weitermogt mit der Plattdütsch-Lesfeld-Street. Und dann habe ich angefangen, so ein bisschen auch Artikel zu schreiben für die NWZ und auch mein eigenes Videoreihe startet. Ja, also Todi, Schrieverei für die NWZ, vertell noch mal, da gibt es ja eine Sied, die heißt Gönn Sied, wie die Nordwestzeitung, da hast du mitmogt oder magst immer noch mit. Was sind das für Aufgaben, die du dort zu lösen hast, wenn
wenn du so einen Artikel dort geschrieben hast? Ob du sieht, geht das jemals um die Themen, die uns in Alltag beschäftigt, wo wir Lust zu haben, uns damit zu beschäftigen und um beten, was gut zu suchen. Und dann ist das eins gemischt. Das sind Interviews, das sind Bökers, die da auch vorgestellt werden. Und dann sind wir, ich glaube, 5, 6 Lü, die da an der Sied mitschreibt. Mhm. Der letzte Tiet ist das in Bettenrohr geworden. Das hat aber einen Grund, du hast ja das Abitur gemacht. Dann drauf kann lernen. Du hast ein Praktikum in der Grundschule. Also, mir geht das auch darum, nochmal klar zu machen, wie kriege ich das hin mit Zukunft von Plattisch, Sprock und Schule. Ne? Mhm. Du machst ein Lehramtsstudium und was anschließend Schulmeisterische? Ich kann mich gut vorstellen, Lehramt zu studieren und auch damit dann Niederdeutsch in Oldenburg mitzumachen. Ja. Also genau, um dann irgendwann in eine Schule zu landen, wo dann plötzlich die Rolle spielt, die in Morim plötzlich als Unterrichtsfach eine Rolle spielt. Also ich kann eben nochmal sagen, also auch für ihr beide, ich weiß nicht, wie viele Jahre, 20, 25 Jahre mindestens, nee, länger noch, wie den plötzlichen Leswirtstreit dabei. Und da hat eigentlich kein Jahr gegeben, wo die Grundschule Morim auf Kreisebene zumindest nicht mindestens einen Stellenwert. Und wenn dann das Gymnasium Brock auch noch mal in Sieger stellt, dann sind das in der Regel ja, junge Lü oder Kinder, wenn die ut Morim kommen. Das Jahr ja auch, Iz verhöft, dann wollen wir eigentlich auch in Lorn, aber es gäbe so technisch ein paar Probleme hier mit Tutrit oder Torfiator sitzen. Gut, Ankel. Ich wies das mal in die Kamera. Bello ist ein Held. Vertellen wir was über das Buch. Ich konnte das auch sonst, will den Glück auch noch ein bisschen was dazu sagen, aber vertell, was hat das mit dir zu tun? Ich bin in der Schule angefangen, immer wenn die große Pause kommt, dann blieb die Kinder 3 Minuten in der Klasse sitzen und frühstückt erstmal. Und in diese 3 Minuten wurde gucken, was vorlest oder so. Und du bin ich mal angefangen und hab so litte plattdeutsche Geschichten vertellt, die mich just infüllen, so ein Stegreif, so. Und mit der Zeit fanden die Kinder das so toll. Und dann wird das meistens, ging das immer um Hund Pfiffi oder um irgendwas, was die denn schon kennen, den. Und dann sehen sie, man kann es noch eine Geschichte erzählen. Und da hat mich so ein Spaß gemacht. Und du siehst die dummulige Schulleiterin Ulrike Peinemüller alle immer, du musst das abschreiben, schrieb das doch mal ab. Und ja, dann kommt man doch nicht so recht hoch. Naja, und dann sind wir beiden in Kontakt drehen und da ist da dann doch, so doch was von wurden. Und dann bin ich angefangen und hab so ein paar letzte Geschichten abschreiben. Und ja, und da ist dann so was. Wie gesagt, komm. Gut, was ist der Berufsort? Ich vertelle das mal eben. Bello ist ein Held, ist ein Buch mit 22, glaube ich, wenn ich das richtig will. Plattische ja. Geschichten für Kinder von 1. bis 4. Schuljahr. Die Geschichten, die so für 1. bis 2. sind, sind von dir. Der Rest ist von mir. Für 3. und 4. wollen wir. Und wie habt ihr es gedacht? Wie zeugt ihr es einen Verlag? Wie habt ihr ihn gefunden? Dann müssen wir noch jemanden finden, der das Ganze ein bisschen finanziert. Das hat die Landkreis Wersamarsch gemacht und den Etat von den Plattitsch beobachten. Und wir haben alle diese Bürger in alle Grundschulen in den Wersamarsch gegeben. Die Kunde jetzt mitarbeiten. Also, ja. Man kann das Buch aber auch ganz normal in Buchhandel kaufen. So, wie ja, das? Jetzt bist du noch mal dran. Das Thema, was machst du für Radio Weser TV? Vertell dir noch mal, was da jetzt passiert. Ich habe ein Video gestartet und darum geht es, dass ich die jüngere Lü von der Plattdeutsch-Sprach begeistern will. Das nicht bloß, dass das jemand sieht, aber das snackt bloß den Grotöllern. Das kann auch, da kann banig viel mit passieren. Das kann Trends sehen, ob platt. Das kann tanzen sehen und die Schritte platt erklären, das kann kochen wehen und das ist so das Thema von der Videorie. Mhm. Zwei sind all ja, viral wieder zu Feinheit, ne? Die kann man sich bei YouTube und ankicken, aber sie sind auch über Radio Weser TV sendet worden.
Und Vieh habt ihr fertig gemacht, oder? Wofür sind plant? Hast du so ungefähr eine Idee? Also nach Baumgift hat keine Grenze. Nee. Das hält also, demnächst droppt die Jovea und dann gibt das die nächsten. Geld ab wieder, ja. Und wo sind die strikt, sag ich jetzt mal so ein bisschen? Also wo lang sind die? Das sind die, so 1 bis 3 Minuten jeweils. Also wirklich ganz kurz, so ein bisschen was zu lernen. Und ja, ich finde das auch dann wichtig, dass man das wohl erholt, damit die ja, damit man das immer noch mal hört und dann vielleicht auch sagt, ja, gefällt mir, interessiert mich. Also wir mussten dann noch mal kicken, wie wir das wer in die Schulen bringt. Gut, ja. Ich danke, dass Sie gekommen sind. Direkt und Morim und dann Stau im Tor in Brock oder ja, gut. Wenn wir uns das nächste Mal droppen, dann ist die Stau weg und naja. Ja, liebe Lü, das wäre einmal ein plattischen Fairtalk. Fein, dass ihr uns Tokeken habt, dass ihr uns Tolustet habt. Wir habt versucht, ein bisschen Werbung für die plattische Sprache und für die Zukunft zu machen. Und Jörg, du warst dann vielleicht irgendwann mal die plattische Botschafterin für die plattische Sprache. Ich hab zu Anfang als echt Dine Jack erinnert mich an Jared die Baba, dann habe ich in ja, verlegen Werken in Hamburg droppen und dort habe ich so eine ähnliche von der Fahrfähr zumindest Jack an als du. Und hey, ist ja auch ein ja, Botschafter für Plattisch. Ja, schönen Dank, Leute, dass gut gegangen mit Anna.